So Leute, was geht ab bei euch? Willkommen zu Sniper Elite 5 mit Digga TV. Wir fangen direkt mal an. Der Atlantikwall. So, hier habe ich schon mal alles eingestellt. Deswegen werde ich to Wumble. 28. Mai 1944. Dann wollen wir mal unser Kaugummi-U-Boot hier. Fairburn. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders? We wait for air cover from our boys in the RAF. Once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here, then proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. Was waren keine Enten? Flugzeuge waren das. There are the searchlights. Show me what you can do. So ihr Lieben, ich habe das Spiel. Hier war ich schon bis, ich glaube, bis da nach oben, darunter, bis hin ungefähr. Und dann habe ich abgebrochen aus dem Hintergrund, dass ich Audio richtig einstelle und das Video perfekt rüberkommt. So, und deswegen wollen wir direkt mal starten hier, den Essen in den Kopf oder was weiß ich für den Ball, ich hoffe in den Kopf. Dann hat er keine Kopfschmerzen mehr in seinem Leben. Nice Treffer. Ah, die Splitter haben es ihm so richtig gegeben. Richtig schön gemacht, geschmeidig. Einfach nur geschmeidig, wie der sich da hingelegt hat. So, jetzt rüber schwimmen. Natürlich nicht. Natürlich mit dem Boot rüber. Also Freunde, ich habe alle Teile gespielt, sogar Sniper Elite 2 V2 sogar Remastered durchgespielt. Make the landing zone safe for the Rangers. Better get to it. Das ist auch nice. Wenn da jemand steht, der wird schön brennen. Jetzt schaut euch mal das geile Game hier an. Das ist einfach nur ein Muss für jeden Ego-Shooter-Spieler. Es wird hier so einiges erklärt. Ich muss eh so ein bisschen hier reinkommen. So Leute, wie ich gesagt habe, bis hierhin habe ich gespielt, um Audio, also selbst auch kurz aufgenommen. Um zu gucken, wie das Spiel eigentlich, wie sauer das Spiel eigentlich läuft. So, das ist schon mal die Karte, alles klar. Gehen wir mal hoch hier. Es wird uns immer angezeigt, wohin. Kann man nicht verfehlen. Kann man das auch hier mitnehmen? Ne, kann man nicht. Ab die Schlangenleiter hier hoch. Gucken, ob hier jemand ist. Ich sag mal so, es dauert so ein bisschen, bis die Einstellung halt da ist. Alles hier mitnehmen, was geht. Wir sind ja eh pleite. So, den hier nehmen wir mit, weil ich will was ausprobieren. Hier, die was Neues gemacht haben. Und wie weit wirft er? Oh, reicht doch. Da hat sie sich nochmal das Genick gebrochen. Gehen wir mal weiter hier.
Kann ich hier runter? Ja. Juhu! Rutsche! Oh, ich stimme. Wenn hohes Gras ist, bla bla bla. Oh, ich nicht verdeckt. Da ist einer. Drücke zu töten. Was haben wir mit einer Geisel? Die machen direkt kurz einen Prozess, Freunde. Vielleicht das hier. So wird Gulasch hergestellt. Da oben ist nichts. Ah, so ganz lang. Oh, da oben ist einer, sehe ich schon. So langsam bekommen die den Dreh hier raus. Wenn du in der Nähe von Hindernissen hocke. Zu alle Deckungen. Ausrufzeichen. Genau, wie war es nochmal hier mit Steinchen werfen? War auf G. Ist das jetzt auf F? Ne. Oh, okay, die geht weg. Du hast gehört? Ne, hatte nicht. Ist abgelenkt, ist abgelenkt. Ja, ja, komm als Maul. Wamballa! Lambada! Keine Gegenstände hat der arme Schwein. Okay, alles voll hier. Quatsch, denn da hoch kann ich nicht, aber hier ist wieder so eine Räuberleiter. Oh, ein Offizier. Offizier ist immer gut. Was macht ihr da? Schatz suchen oder was? Hm? Ah, guckt! Bewusstlos! Das ist bewusstlos, Freunde! Dann schmeißen wir ihm doch mal ins Feuerchen! Mal sehen, ob der dadurch wach wird. Mach's gut. Okay. Ist aber hier komisch am Beten hier. Boah, der hat sogar Maul auf. Krass. Kann ich hier hoch? Auch leider nicht. Schade. Oh, ich glaube, die gehen leider nicht platt oder die sind leer oder so. Okay, wir gehen mal weiter, Freunde. Oh mein Gott, was hab ich gemacht? Auf. Ah, schaut euch das mal an. Oh, sogar eine Pfeife. Wie mache ich das denn jetzt mit der Pfeife hier? Sehr schön, cool. Geil. Weißt du mal? Ah, ein bisschen üben. Okay, auf Taste F. Alles klar, dann gehen wir mal weiter, Freunde. Oh, das ist wichtig. So, Ziel abgeschlossen. Dann würde ich sagen, dann machst du das erstmal vom ersten Part. Wie ihr wisst, durch die Maske schwitzt man sehr gut. Und wir sehen uns gleich wieder. Danke fürs Zuschauen erstmal.